Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Manuela. Ich hatte ja bei Manuela die Ostereisuche noch gemacht, aber ich hatte das nicht aufgenommen, weil ich das mittwochs morgens, also kurz vor dem Update, mit dem das Osterevent verschwunden war, gemacht habe. Und da hätte es euch ja auch nichts mehr gebracht, leider, weil ihr die Ostereier dann hättet nicht mehr mit Hilfe meines Videos suchen können. Und ich habe auch nur die Ostereier finden können, wo ich halt hin konnte, also so Golden Hills und so. Da kann ich ja mit Manuela noch nicht hin und deswegen habe ich da die Sachen natürlich auch nicht suchen können. Und ja. Jetzt ist ja bis morgen noch Jojo Siva in Fort Pinter und dann machen wir mal die Quest zusammen. Letzte Woche konnte man ja für Jojo Siva diese Schleifen sammeln und gegen so ein Set eintauschen. Das habe ich bei Manuela aber nicht gemacht. Ich habe bei Celine ein paar Schleifen gesammelt, aber das ist auch nicht schlimm, weil man diese Woche diese Set-Sachen auch in dem Shop kaufen kann, der in Fort Pinter ist. An alle Sivanators, Jojo Siva ist in Jorvik angekommen, um ein exklusives Konzert in der Disco zu geben. Also hier könnt ihr die Teile von dem Set sehen, also überall wo neu dran steht, das waren diese Teile, die man bekommen konnte, wenn man die Schleifen gesammelt hatte und sie dann eingetauscht hat. Und ansonsten sind in diesem Shop noch 5 T-Shirts zu bekommen. Ich glaube, das weiße T-Shirt mit der blauen Schleife hole ich mir mal. Das sieht schon irgendwie schön aus. Ja, ich hole mir das mal. Noch 4 Minuten 50 Sekunden bis Jojo Siva ankommt. Ich hatte mit meinem Twinny Mimi die Aufnahme schon mal, also ich habe mir Jojo Siva mit Cedar Green Mountain, also zusammen mit Mimi halt angeguckt, aber leider gab es da Tonprobleme und deswegen konnte ich die Aufnahme halt nicht benutzen, also der gesamte Spielton war tot. Und deswegen konnte man dann auch nicht die Songs von der hören und so. So, Jojo Siva kommt. Noch 10 Sekunden. Seid ihr eigentlich ein großer Jojo Siva-Fan? Also ich mag sie jetzt nicht so, aber das ist halt jeder anders. Schreibt mir das doch mal in die Kommentare und macht bei meiner Abstimmung mit, wie ihr sie findet. Everyone can tell. We show up for each other. Listen up to each other.
and you're feeling like life's no piece of cake. La 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 la. If someone salty got you down. La 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 la. There's sugar in the air, just look around. Look, look around. Saying gummy bling rings. La la la, la 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 la. Taking my puff up and down the street. La, la, come here, Bobo. La, 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 la. Even my Bobo gets a treat. Why is my dog so cute? I don't need no money, just a little bit of honey. Got a jelly bean heartbeat, keeping me hungry. Chocolate and vanilla with a strawberry swirl. I never sugarcoat it, I'm my own kind of girl. This life is sweet, sweeter than you think. Sind wir schon? Was würdest du sagen, wenn ich dir erzähle, dass es noch andere Welten gibt als die, die du kennst? Neue Grenzen, gleich hinter dem Horizont. Es gibt sie wirklich. Mein Name ist Mika Stormground, Abenteurerin, und ich bin auf den Spuren meines Onkels Nick nach Jorvik gekommen. Vielleicht hast du von ihm gehört? Dieser kleine Kerl ist Pico, mein tapferer Begleiter. Okay, so richtig mutig ist er nicht. Er ist nur ein Frosch. Aber er bringt die Tapferkeit in mir zum Vorschein. Auf dem Weg nach Jorvik ist unser Ballon in einen Sturm geraten. Das Einzige, was ich tun konnte, um den Absturz zu verhindern, war, über die Sturmwolken zu steigen. Und dort habe ich etwas Unglaubliches gesehen. Eine ganze Welt in den Wolken mit glitzernden Wasserfällen, herrlichen Wäldern und sogar einem Schloss. Doch bevor ich das weiter untersuchen konnte, hat ein heftiger Wind meinen Ballon zurück zur Erde geweht. Es war fast so, als ob jemand uns nicht dort haben wollte. Seitdem bin ich auf der Suche nach diesem geheimnisvollen Wolkenreich. Pico und ich haben ein Basislager in der Luft errichtet. Steig einfach in meinen Ballon und wir treffen uns über den Wolken. Du kannst sogar dein Pferd mitbringen.
willkommen im Zentit-Basislager. Schön, dass du da bist. Und du hast ein Pferd mitgebracht, das ist gut. Es gibt geheimnisvolle Kräfte, die hier in den Wolken agieren. Und der beste Platz, sie zu erleben, ist auf dem Pferderücken. Und wir könnten uns aus unseren Expeditionen sogar ein Rennen machen. Viel Spaß in den Wolkentopf, der Forscherin. Und pass auf, wo du hintrittst. Es geht ganz weit nach unten. Also ich finde es echt schön hier. Ich werde jetzt auch mit euch das Rennen machen. Und dann ist diese Folge auch wieder vorbei. Aber ich glaube, die geht auch schon gut weiter. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!